Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu einer neuen Folge. Heute möchte ich einfach mal neuen Tipps mit dir teilen, ja, wie du ja mehr Kunden gewinnen kannst, wie du einfacher Kunden gewinnen kannst. Und die Tipps möchte ich einfach hier jetzt auch nur so anreißen, weil ich habe zu jedem einzelnen Punkt, den ich jetzt gleich im Folgenden nenne, ja schon weiterführende oder tiefer gehende Informationen hier auf der Seite dementsprechend veröffentlicht. Einfach mal die Suchfunktion nutzen, da findest du mit Sicherheit genügend Material, ja, wo du dich eben weiter dementsprechend einarbeiten kannst in den jeweiligen Punkt. Okay, lass uns gleich loslegen. Tipp Nummer 1, wie du mehr Kunden gewinnen kannst, ist ganz einfach, indem du ja deinen Zielkunden ganz genau kennst, indem du deine Zielgruppe genau kennst, dass du dir einfach einen Kundenavatar stellst, wo du einfach mal für dich ja schwarz auf weiß quasi auflistest, wie denn so denn eigentlich dein Wunschkunde ist oder wie dein optimaler Kunde denn eigentlich sein soll, welche Eigenschaften hat er, welche Gewohnheiten, für welche Dinge interessiert er sich, welche Probleme hat er, ja, aber auch wie alt ist die Person, wie jung ist die Person. Und wenn du dir dann mal so einen Überblick verschafft hast, ja, wie denn eigentlich dein Zielkunde ist, dann weißt du dann eben ganz genau, wer ob du jetzt einen Idealkunden vor dir hast oder nicht, und wenn ja, wie du ihn ansprechen musst, so dass du ihn ja dementsprechend für dein Produkt oder für dein Unternehmen dementsprechend gewinnen kannst. Tipp Nummer 2, positioniere dich als Experte innerhalb deiner Nische. Wie macht man das? Ganz einfach, indem man es schafft, dass die Menschen einen als Experte wahrnehmen. Es reicht nicht zu sagen, ich bin Experte in dem und dem Gebiet. Wenn die Menschen dich nicht als Experte wahrnehmen, dann nützt dir das Ganze nichts. Also, wie kannst du das aber schaffen, dass die Menschen dich als Experte wahrnehmen? Ganz einfach, indem du hochwertigen Content verbreitest und dementsprechend deiner Zielgruppe hilfst, dann auch ihre Probleme zu lösen. Wenn du das Medium ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, ob du das jetzt über einen Blog machst, ob du das über Video machst, Podcast, wie auch immer. Entscheidend ist, dass du ja dich auf den Weg machst und erstmal dementsprechend anfängst, deiner Zielgruppe dementsprechend ja zu helfen, ja ihre Probleme dementsprechend zu lösen. Wenn du offline unterwegs bist, also so mit Online-Marketing so rein gar nichts am Hut hast, kann das zum Beispiel über eine gute Pressearbeit funktionieren, dass du ja regelmäßig Artikel in Zeitschriften, Magazinen veröffentlichst. Im Internet kann das über deinen eigenen Blog sein, über einen YouTube-Kanal. Also du bist da völlig frei, musst einfach für dich schauen, welches Medium halt für dich da am besten geeignet ist. Das führt mich zu Tipp Nummer 3, habe ich eben schon angerissen, helfe deiner Zielgruppe dabei, ihre Probleme zu lösen. Ja, wie? Ganz einfach, indem du hochwertigen Content lieferst, womit deine Leser, deine Zuschauer dementsprechend auch was anfangen können, wo sie ja praktisches Wissen erhalten, wo sie dann dementsprechend umsetzen können. Da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 4, sei Problemlöser für deine Zielkunden, für deine Zielgruppe. Überleg dir einfach, welche Probleme könnte denn deine Zielgruppe haben, welche Probleme sollten oder kannst du für sie am besten lösen und am schnellsten lösen. Geh auch mal in den Dialog mit deinen Kunden, ja, und frag einfach mal nach. Ja, du wirst erstaunt sein, manchmal kommen da Dinge zum Vorschein, wo du denkst, hey, da hätte ich eine Lösung dafür. Ja, einfach auch hier mal, ich sag mal, an deinen Kunden dran sein und einfach auch immer wieder mal den Dialog suchen, um zu sehen, okay, hat sich bei den Menschen was verändert, und welche Probleme oder vor welchen Problemen stehen die Personen denn? Ja. Tipp Nummer 5, bau dir eine eigene E-Mail-Liste auf. Also gerade zu dem Punkt habe ich ja schon mehr Material hier auf der Seite rausgehauen. Einfach mal die Suchfunktion nutzen, da erkennst du dann, wie wichtig das ist, dass du dir eine eigene E-Mail-Liste aufbaust, aber nicht nur die E-Mail-Liste an sich, sondern eine eigene Community. Also Community first. Dir nützt es nichts, wenn du heute ein tolles Produkt hast und du möchtest das Produkt an den Start bringen und kein Mensch es kauft, weil dich eben kein Mensch dementsprechend kennt. Also von daher, wichtig ist, aufbau deine eigene Community und deine eigenen E-Mail-Liste. Tipp Nummer 6. Gib eine Kostprobe deiner Arbeit ab, ja, also die Menschen kennen dich vielleicht jetzt noch nicht
dementsprechend oder haben dich jetzt zum ersten Mal irgendwo auf einer Webseite gesehen, dann ist es wichtig, dass du eine kostenlose Probe deiner Arbeit abgibst. Einfach, dass die Menschen einen Eindruck von dir bekommen, damit sie sehen, wie du arbeitest, wie du bist, wie du als Mensch bist, ob du zu der Person passt. Das kann über deinen Blog passieren oder durch deinen Blog, ja, dass man so wie jetzt hier, wenn du jetzt das Video siehst, wird es Menschen geben, die sagen, okay, der Schirmer, den mag ich. Es wird Menschen geben, die sagen, Schirmer mag ich nicht. Ja, was soll's, das bin ich. Ja, und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die können sich jetzt einen Eindruck von mir machen und dementsprechend für sich entscheiden, ja oder nein. Und das heißt nicht, dass man nicht besser werden darf. Ich versuche auch immer täglich besser zu werden. Aber entscheidend ist, dass du bist und dass du gute Arbeit ablieferst und dass die Menschen davon Eindruck kriegen. So, jetzt nochmal die Brücke dazu. Wie kann man das machen? Das kannst du über deinen eigenen Blog machen. Das kannst du machen, indem du vielleicht ein gratis E-Book mal rausgibst oder dass du, so wie ich jetzt gerade hier, vielleicht ein Video aufnimmst oder einen Podcast. Ja, einfach, dass die Menschen eben einen Eindruck kriegen, wie du denkst, wie du bist, wie du arbeitest. Tipp Nummer 7. Bau Beziehungen auf. Da ist hier Networking das Stichwort. Auch wenn du viel online machen möchtest oder online machst, kann ich dir eigentlich nur die Empfehlung aussprechen, regelmäßig Networking zu betreiben, indem du mit Menschen sprichst. Weil stell dir einfach mal vor, du würdest jeden Tag, ich sag mal, über Telefon, über Skype oder vielleicht sogar in einem persönlichen Gespräch mit 5 Menschen Kontakt haben und dann dementsprechend diese Kontakte auch pflegen. Du wirst eine super starke Bindung aufbauen, du wirst Vertrauen erzeugen, ja, wo dann vielleicht jetzt nicht im ersten Moment dann das große Geschäft rauskommt, aber ja in den folgenden Monaten, Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren ganz starke Kooperationen und Partnerschaften entstehen, weil jeder Mensch entwickelt sich weiter und vielleicht hast du heute schon in deinem Netzwerk den Superstar von morgen und es ist schade, wenn du diesen Kontakt dementsprechend nicht pflegst. Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du jeden Tag mit 5 Menschen darüber sprichst, wie du ihnen weiterhelfen kannst, ja, was da für eine Power dahinter steckt und was das auch für dein Business dann schlussendlich dann bedeuten kann. Vielleicht noch ein praktischer Tipp, ja, wenn du jetzt zum Beispiel im Network Marketing unterwegs bist, vielleicht nicht einfach nur über deinen Sales Funnel, wenn du sowas denn überhaupt schon hast, versuchen über E-Mail-Marketing die Leute in dein Team zu kriegen, sondern biet vielleicht einfach mal auch über E-Mail ein kostenloses Infogespräch an, einfach damit du mit den Leuten auf deiner Liste, ja, damit du mit denen überhaupt mal in Kontakt kommst, ja, wenn du dass die Menschen mit dir mal gesprochen haben, dass du einfach mal hören kannst, okay, wo drückt denn der Schuh, wo kannst du denn vielleicht helfen? Und da sind wir bei Punkt 8, finde eben die Probleme deiner Community raus und helf ihnen bei der Lösung. Und gerade jetzt nochmal die Brücke zum Networking zu schlagen, auch hier ist es so, du hast vielleicht ein digitales Produkt, das löst ein Problem und du wunderst dich aber vielleicht, warum es die Menschen nicht kaufen. So, wenn du jetzt mit denen telefonierst, ja, dann merkst du genau, hey, das Problem, was die Person hat, das löst vielleicht gerade mein Produkt und dann kannst du gezielt auf das Problem eingehen und kannst dein Produkt eben mitverkaufen, ja. Also es muss nicht immer alles nur online sein, auch offline kann ein wahrer Booster sein und ich sage immer, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Fang einfach an, dir dein Netzwerk aufzubauen, dein Netzwerk zu pflegen und das wird sich dann eben auch auf dein Business auswirken und auf deine Kundengewinnung. Okay, und der letzte Tipp, das ist der 9. Tipp, lerne alles, was du über Marketing und Verkauf lernen kannst. Saug alles auf, was dir dazu in die Finger kommt und dann ein Tipp, versuche es aus oder probiere gewisse Strategien einfach aus. Wie du hinter mir siehst, ich lese sehr gerne, wenn ich ein Thema habe, wo ich weiterkommen will, wo ich schneller vorwärts kommen will, dann besuche ich Seminare, ich besuche oder ich hole mir Bücher zu dem Thema. Ich frage Menschen, die mir da weiterhelfen können. Also ich versuche einfach relativ schnell weiterzukommen und habe dann dementsprechend aber auch festgestellt, dass viele Dinge, die bei anderen funktionieren,
haben bei mir jetzt nicht diesen Effekt gehabt, den ich mir gewünscht hätte. Jetzt geht es nicht darum, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, das Ganze funktioniert nicht, sondern es geht darum, einfach zu schauen, okay, wie kann es denn funktionieren? Und manchmal ist es so, dass vielleicht die eine Vorgehensweise, die du jetzt vielleicht in dem Videokurs XY gelernt hast, dass die vielleicht jetzt bei dir nicht funktioniert, ja, dann musst du einfach schauen, okay, wo kannst du verbessern, wo kannst du verfeinern, wo kannst du etwas vielleicht kombinieren, was du bei unterschiedlichen Menschen gelernt hast, damit du einfach herausfindest, was bei dir funktioniert. Und die einzigste Strategie, die da bei mir funktioniert hat, war lernen, versuchen und dann dementsprechend justieren oder eben abzuändern. Also letzten Endes wirst du nur wissen, ob etwas funktioniert, wenn du es ausprobierst. Und dann eben dementsprechend deine Ergebnisse dann auch misst. Und wenn du das Gefühl hast, ja, der Einsatz, der lohnt sich nicht, dann musst du einfach schauen, okay, wie kannst du es dann eben besser machen. Okay, das war jetzt so kurz auf die Schnelle. Ich sehe, wir haben jetzt aber auch schon wieder so ja, um die 10 Minuten gebraucht. Ich hoffe, die Tipps waren für dich hier wertvoll. Ich konnte dir heute auch wieder einen kleinen Impuls mitgeben. Wenn das Ganze so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Arbeit hier durch einen Daumen hoch, dadurch, dass du es mit deinem Netzwerk teilst, einfach hier unterstützt. Das motiviert mich dann natürlich auch immer mehr, noch mehr Tipps rauszuhauen. Und wenn du Fragen hast, unterhalb des Videos findest du einen Link, wo du ja weitere Gratisinformationen bekommst, indem du dich zum Beispiel in meinen Newsletter einträgst. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, über ein Feedback, aber auch über Fragen, damit ich einfach weiß, okay, was interessiert euch und damit ich das Ganze hier einfach noch besser machen kann. So, jetzt habe ich aber lang genug gequatscht. Ich wünsche dir ja maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer, eine gute Zeit. Ciao, ciao. We'll be right back.